Für den Wechsel der kompletten Dorneinheit muss die Klemmkraft der Backen im hinteren Bereich der Maschine über einen Schalter gelöst werden. Danach über ein leichtes axiales Ziehen das Mundstück nach außen bewegen. Dadurch öffnet sich dieses und der komplette Ziehdorn inklusive Feder kann teilweise leicht schwergängig aus der Maschine herausgezogen werden. Der neue Ziehdorn kann nun eingesetzt werden. Wichtig dabei ist, dass beim Zusammenführen zwischen dem Niet und dem Mundstück ein Spalt von ca. 2 mm vorhanden ist. Danach den Schalter wieder auf Spannen stellen, das heißt, die Klemmbacken spannen den Ziehdorn und die Maschine ist einsatzbereit.